hier und da ein bisschen gehüpft. Schau mal, was die Torhüter machen. Ja, beide haben sich da jetzt nochmal einen Ball geschnappt, auch Moritz Schulze, aber der hat seinen jetzt mal schnell hinters Tor geworfen, denn Berko. Baumann zeigt schon wieder an, dass er ihn haben möchte. Baumann wird geschickt das erste Mal. Spitzer Winkel. Erster Abschluss Baumann und fast das 1:0. Tolle Parade von Ben Voll. Ball ist aber noch heiß an. Ja, und jetzt haben sie dann den langen Schlag doch forciert. Aber bleiben im Ballbesitz die Gäste. Und haben jetzt ein bisschen Platz. Marseiler marschiert, beziehungsweise will den Ball haben. Kommt ihn auch. Marseiler 1:0 für die Viktoria. Ein blitzsauberer Konter führt zum Treffer für die Gäste. Marseiler startet im genau richtigen Moment. Siebter Saisontreffer. Perfekter Laufweg. Schneller als Lofolomo. Und dann der lange Schlag rein ins Tor von Berko. Das ist ja nicht zu fassen. Ben Voll muss hinter sich greifen. Und Berko. Kazar schaltet schnell und Berko schaut, zieht ab und trifft über Ben Voll hinweg. Hinein in die Maschen. War natürlich unglücklich vom Keeper, der den Treffer selber ein wenig einleitete. Ausgangspunkt Gregers Pass Richtung Voll, der Altschberger, Altschberger, Altschberger! Selber vorbereitet diesen Treffer. Und der gute Ben Voll kommt zwar dran, aber kann nicht mehr entscheidend ablenken. Er selber hat ihn sich vorgelegt. Erst vorbei an Simon Handle, dann der Doppelpass. Noch zwei Schritte ins Zentrum, damit auch die Hintertorkamera ihn dann perfekt eingefangen hat. Und rein ins Haus. Prima Treff. Brennt's nochmal. Becker mit dem Kopf. Aber der Keeper ist da. Der Keeper ist da. Und dann ist Schluss. Moritz Schulze hat den Ball in der Hand und gibt ihn nicht mehr her. 2:1 gewinnt der Halleche FC, dreht die Partie gegen Viktoria Köln, das Vierte. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.